jetzt noch zum Ausklang ein paar Beispiele, gewissermaßen zum Auschillen. Zunächst die Bernoullische Ungleichung. Da wird behauptet, dass 1 plus x hoch n größer gleich 1 plus nx ist, dass das gilt für alle reellen Zahlen x, die größer als minus 1 sind. Also a hoch n ist diese Behauptung, n ist eine natürliche Zahl, und die Behauptung, wir wollen zeigen, dass diese Behauptung a von n für alle natürlichen Zahlen n gilt. Das machen wir vollständige Induktion. Zunächst einmal schauen wir nach, ob a von 1 gilt. A von 1, das wäre 1 plus x hoch 1, das ist 1 plus x, ist größer gleich als 1 plus einmal x, das ist 1. Das ist x, also das stimmt sicher, der Induktionsanfang ist geschafft. Und jetzt also angenommen, dass a von n gilt. Ja, jetzt wollen wir einen Induktionsschluss machen. Dann folgt für alle x, die größer als minus 1 sind, folgt, dass 1 plus x hoch n plus 1, das ist ja nach Definition 1 plus x hoch n mal 1 plus x. Und 1 plus x hoch n ist nach Induktionsannahme, nach dieser Formel an, ist größer gleich als 1 plus n mal x. Und wenn man diese Ungleichung rechts und links mit der positiven Zahl 1 plus x multipliziert, dann bleibt sie so bestehen. Also ist 1 plus x hoch n mal 1 plus x größer gleich als 1 plus nx mal 1 plus x. Also hier, bei dieser Stelle, haben wir die Induktionsvoraussetzung verwendet, die Induktionsannahme. Und der Rest ist dann ganz einfach. Man multipliziert einfach aus. Das ist gleich 1 plus n mal x plus nx Quadrat. Und da nx Quadrat größer gleich 0 ist, ist das sicher größer gleich als 1 plus n plus 1 mal x. Wenn wir uns das anschauen, 1 plus x hoch n plus 1 ist größer gleich als 1 plus n plus 1 mal x. Also aus der Voraussetzung, dass a n gilt, haben wir geschlossen, dass a n plus 1 stimmen muss. Damit sind wir fertig, damit haben wir die Bernoullische Ungleichung für alle natürlichen Zahlen n bewiesen. Und jetzt noch einmal zurück zu den Fibonacci-Zahlen, also zu dieser wunderbaren Folge. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Also die Folge, die beginnt, f von 1 ist gleich 1, f von 2 ist gleich 1. Und ab dann ist jedes Glied der Folge einfach die Summe von den beiden vorhergehenden. F von n plus 1 ist f von n plus f von n minus 1. Und jetzt behaupten wir, es gibt eine geschlossene Formel für dieses fn, für die n-te Fibonacci-Zahl. Und diese Formel ist, dass f von n gleich ist 1 durch Wurzel 5 mal, und jetzt eine große Klammer, und dann 1 plus Wurzel 5 halbe hoch n, weniger 1 minus Wurzel 5 halbe hoch n. Also das sieht ziemlich monströs aus. Und zunächst ganz unglaubwürdig, das was da auf der rechten Seite steht, das wimmelt von Wurzel von 5, da ist es gar nicht selbstverständlich, dass das überhaupt eine natürliche Zahl ist, geschweige denn die n-te Fibonacci-Zahl. Aber jedenfalls, das ist die Behauptung a von n, dass diese Formel gilt. Wir schreiben sie vielleicht ein bisschen um. Die Formel wäre dann f von n ist gleich 1 durch Wurzel 5 von, also für 1 plus Wurzel 5 halbe schreiben wir a, und für 1 minus Wurzel 5 halbe schreiben wir b. Also das ist f von n ist 1 durch Wurzel 5 mal a hoch n weniger b hoch n. Und ein bisschen ein Hoffnungsschimmer regt sich, weil diese Zahl a, dieses 1 plus Wurzel 5 halbe, das ist eine ganz besondere Zahl mit sehr interessanten Eigenschaften, die mit dem goldenen Schnitt in der Geometrie zu tun haben. Diese Zahl wird Ihnen auch noch
mehrmals begegnen im Lauf ihres Studiums. Und also wir schauen uns an die Aufgabe, die Aussage A von n ist, dass die nte Fibonacci-Zahl fn gleich ist 1 durch Wurzel 5 a hoch n weniger b hoch n, wobei a und b diese besonderen Zahlen sind. Und diese beiden besonderen Zahlen, die sind beide die Lösungen einer quadratischen Gleichung, die besonders einfach ist, nämlich der quadratischen Gleichung x² ist gleich x plus 1. Und da bitte ich Sie, das selbst auszurechnen. Das soll eine kleine Übungsaufgabe sein. Ja, bitte rechnen Sie das nach, wenn Sie irgendwann einmal Zeit dafür haben. Das dauert ja nicht lang. Und jetzt fangen wir an und wollen einen Induktionsbeweis durchführen. Und da ist zunächst einmal der Induktionsanfang. Wir müssen die Formel überprüfen für n gleich 1. Da lautet sie f von 1 ist gleich 1 durch Wurzel 5 mal a minus b. Ja, das f von 1, das wissen wir aber, das ist 1 nach Definition. Und a minus b, das können Sie sich ausrechnen, a minus b ist Wurzel 5. Das kürzt sich gegen das Wurzel 5, da bleibt also 1. Hier steht, 1 ist gleich 1, und das ist sicher richtig. Und schauen wir es uns an für f2. Das f2 soll ja auch 1 sein, nach der Definition der Fibonacci-Folge. F von 2 wäre gemäß der Formel oben 1 durch Wurzel 5 a Quadrat weniger b Quadrat. Aber a Quadrat, in dieser Übungsaufgabe, die Sie gerechnet haben, a Quadrat ist a plus 1 und b Quadrat ist b plus 1. Die Einsen heben sich weg. Und da steht also 1 durch Wurzel 5 a minus b. Und da wissen wir schon, das ist wieder 1. Also das stimmt. f1 und f2 werden gegeben durch diese Formel. Rechts. Und jetzt, nachdem wir den Induktionsanfang überprüft haben, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt wollen wir den Induktionsschritt durchführen. Und zwar durch starke Induktion. Also wir nehmen an, die Formel, die da oben steht, f von k ist gleich 1 durch Wurzel 5 a hoch k weniger b hoch k, die stimmt für k gleich 1, 2, 3 und so weiter bis n. Also auch für n minus 1. Und jetzt schauen wir uns an, was ist das f von n plus 1? Nach Definition ist es die Summe der beiden vorhergehenden Glieder der Folge, also die Summe f von n plus f von n minus 1. Und für die haben wir ja angenommen, dass die Formel stimmt. Für n und n minus 1 stimmt's. Deswegen können wir das ersetzen. 1 durch Wurzel 5 a hoch n weniger b hoch n plus 1 durch Wurzel 5 a hoch n minus 1 weniger b hoch n minus 1. Jetzt sind es nur mehr ganz einfache Rechnungen. Das 1 durch Wurzel 5 hebt man heraus. Dann die eckige Klammer. Die a's fassen wir zusammen. Das können wir schreiben als a hoch n minus 1, gemeinsamer Faktor, multipliziert mit a plus 1 und ebenso mit dem b, das ist b hoch n minus 1, multipliziert mit b plus 1. Und jetzt erinnern wir uns wieder an die Übungsaufgabe. A plus 1 ist a Quadrat und b plus 1 ist b Quadrat. Also wenn Sie a hoch n minus 1 mit a Quadrat multiplizieren, bekommen Sie a hoch n plus 1, genauso mit dem b. Ja? Und Sie haben also jetzt die Formel auch überprüft für n plus 1. Und damit haben Sie gezeigt, dass diese Formel, also für jedes n angibt, wie die Fibonacci-Zahl ausschaut, dass diese Formel für alle natürlichen Zahlen n stimmt. So, und jetzt genug für heute. Dankeschön und auf Wiedersehen.